So, da wir es gerade von Precursors hatten, hier jetzt mal ein Bild dazu. Sieht jetzt erstmal ziemlich komisch aus. Ihr werdet jetzt vielleicht denken, ja, okay, wo habt ihr das jetzt her? Kann noch gar nicht sein. Habt ihr es irgendwie selber gezeichnet? Ist angeblich ein offiziell bestätigtes Artwork von den Viechern. Man sieht jetzt halt nur den Kopf, also man kann nicht wirklich viel drüber aussagen, weil sie werden als so insektenhaft, wenn man das so sagen kann, beschrieben. Und Greg Bear sagt in seinem Buch Cryptum auch, dass sie so ein bisschen aussehen wie verunstaltete Menschen, will ich jetzt mal sagen. Und das komische Gesicht erinnert doch schon ein bisschen an einen, naja, komischen Menschen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Jetzt zum Körper halt, ich schätze mal, dass wir so irgendwie noch irgendwann mal Artworks davon kriegen. Sie haben angeblich vier Arme, zwei Beine und vom Kopf aus einen Schwanz, der in verschiedene Segmente eingeteilt ist, also wie bei, keine Ahnung, Skorpion zum Beispiel. Und daran einen 2 Meter langen Stachel, wenn ich das richtig verstanden habe. Grundsätzlich erstmal finde ich es eigenartig, den Viechern, die angeblich alles erschaffen haben und von Welt zu Welt reisen können, was auch immer, so ein Design zu geben, aber wir werden es einfach mal abwarten und mal sehen, wie es im Spiel aussieht. Ich persönlich glaube eher, dass man in Halo 4 nicht die Precursor bekämpfen wird, vor allem, dass es nur noch einen gibt, den Zeitlosen. Ich schätze mal, das wird eher so eine Art Bosskampf in Halo 6, das kann ich schon mal voraussagen. Und es geht, glaube ich, nämlich um den Didact. Das ist nämlich ein sehr hoher Blutsvater, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich sage die ganze Zeit, würde ich jetzt mal so sagen, aber es ist mir egal. Ein sehr hoher Blutsvater, der Liebhaber der Bibliothekarin, und die hat den Menschen quasi gerettet, weil die Halos wurden damals schon mal aktiviert. Oder ein Halo, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hat halt alles Mögliche ausgelöscht und alles Mögliche vor der Flut gerettet. Und die Bibliothekarin hat dann eben noch einzelne Lebewesen wie Menschen zum Beispiel oder Schakale, alles Mögliche halt eben aufbewahrt quasi und dann neu siedeln lassen auf irgendwelchen Planeten. Also hat praktisch alles gerettet. Und der Didact ist angeblich ultra, mega, super böse oder sowas. Zumindest kann man das so dem letzten Terminal aus Halo Combat Evolved Anniversary entnehmen, weil da sagt Guilty Spark nämlich, ja, dass sich die Reclaimer, also die Menschen in dem Fall, lieber die Flood wünschen würden, anstatt ihn. Und in dem Fall ist er eben der Didact, weil man auch ziemlich oft sein Symbol sieht. Das blenden wir jetzt hier kurz ein. Und ja, von daher, ich schätze mal, es wird hauptsächlich darum gehen und wir werden dann auch noch den ein oder anderen Blutsvater sehen. Dann gibt es ja auch noch ein paar offensichtlich bestätigte Sachen. Ich lese das jetzt gerade im Halo 4 Forum nach. Ich schätze mal, es ist aus einem Interview mit Frank O'Connor. Ich bin mir sogar ziemlich sicher eigentlich. Offensichtlich ist natürlich dann wieder, dass die UNSC sich wieder zeigen wird. Also es gibt halt alles Mögliche, neue Waffen und sowas. Vielleicht sogar neue Spartans, wer weiß. Man wird ein Blutsvater zu sehen bekommen, das war eigentlich auch schon klar. Dann steht hier auch noch, Guilty Spark wird quasi zurückkommen. Jetzt frage ich mich, wie ist das gemeint? Weil in Halo 3 haben wir den ja praktisch in die Luft gejagt. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass er sich einfach so selber wieder rekonstruiert. Also das könnte ziemlich interessant werden eigentlich. Dann wird es wieder alles Mögliche in der Kampagne zu finden geben, also Schädel, Terminals und Easter Eggs. Ist klar, dann Kinect wird wahrscheinlich wieder eingebaut werden, 3D-Funktionen und all das ganze Zeug eben. Für den Multiplayer werden die Karten, die direkt schon auf dem Spiel drauf sind, keine Remakes sein erstmal. Es wird kurz danach ein DLC veröffentlicht. Mit den beliebtesten Karten, glaube ich, dann aus den letzten drei, ich nenne es mal großen Halo-Teilen jetzt, mit dem Chief eben. Es wird dann wieder Competitive Play geben, also jetzt nicht eher für Casual-Spieler, sondern auch wieder mehr für Hardcore-Spieler im Gegensatz eben zu Reach, wie es in dem Fall eben war.
Dann 16 Spieler ist auch bestätigt worden. Es gibt dann angeblich auch wieder Schädeloptionen für den Multiplayer. Oder was heißt auch wieder, das ist jetzt neu, die dann auch wieder verschiedene Sachen hinzufügen, eben wie bei der Kampagne. Ich frage mich, wie sich das dann eben drauf auswirken wird. Dann gibt es auch wieder Spielmodi wie Invasion, Infection und Griffball. Gab es ja auch schon in Halo Reach. Ja, das war's soweit eigentlich. Dann gibt's noch eine ganz normale Version und eine Legendary. Ich schätze mal, da gibt's dann wieder irgend so ein Gimmick oder keine Ahnung, ein Artbook, vielleicht irgendwelche Statuen oder sowas. Also das Zeugs, das eben schon immer dabei war. Und ein Season Pass für die ganzen DLCs eben. Die Funktion gibt's ja auch bei Call of Duty mittlerweile, dass in einem bestimmten Zeitraum dann eben die ganzen DLCs praktisch kostenlos runtergeladen werden, wenn man eben die Summe für diesen Season Pass zahlt. Und die ist ziemlich hoch. Ja, soweit dazu erstmal. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu wirr für euch. Ich hoffe, ihr seid nicht durcheinander gekommen. Wenn irgendwas sein sollte, dann keine Ahnung, fragt uns in den Comments oder so. Und ja, ich hoffe mal, ich habe jetzt keinen hier von euch wütend gemacht oder so. Ich kenne mich nicht allzu gut aus mit den ganzen Büchern und was auch immer. Ja, in dem Sinne, vielleicht bringen wir noch in nächster Zeit irgendwas online und auf jeden Fall streicht euch den 10. Dezember im Kalender an, denn da gibt es dann die Video Game Awards und höchstwahrscheinlich gibt es dann auch einen neuen Trailer von Halo 4, weil ich glaube nicht, dass 343 sich sowas entgehen lässt, so eine große Veranstaltung eben. Und ja, votet fleißig mit, wir haben den Link dann noch unten in der Beschreibung drin. Haut rein, ciao.